Gut, dann lasst uns mal die Show beginnen. Wir sind ja schon eine Minute über der Zeit. Also, ihr lieben Leute da draußen, ich habe noch nie einen Stream mit so vielen Teilnehmern gemacht. Man sieht gar nicht, wie viele hier jetzt am Start sind und Oh, zuschauen. tatsächlich, Teufel. Aber gut, also seid alle herzlich gegrüßt. Ich Gleich habe ja so eine auch, Fangemeinde von mir. ja, ich habe ja in Ich glaub's nicht. der Schule ein bisschen Reklame gemacht, auch in der Oberstufe und auch bei den Achtklässlern so ein bisschen. Hintergrund ist, ich erkläre es nochmal für alle, die jetzt reinschalten. Matthias, mein geschätzter Kollege und Freund, ist ja auch Philosophielehrer und in letzter Zeit haben wir ein bisschen gemeinsam so ein paar Kanäle oder einen Kanal auf YouTube ein bisschen reacted, kritisch reflektiert. Ich glaube, drei Videos sind insgesamt online. Das war Iman TV. Daraufhin hat uns der liebe Amir von Iman eingeladen zu denen in einen Livestream und da haben wir versucht, unser Bestes zu geben. Das hat uns von unserer Seite jedenfalls ein bisschen verwirrt alles. Also die waren wahrscheinlich auch verwirrt. Und danach habe ich gleich eine Einladung zu Atheismus TV bekommen und ich glaube, Hakan, da hast du mich gesehen. Kann es sein? Ja, unter anderem, genau. Ja, und du hast mich dann angeschrieben und Genau. auch gesagt, dass du Iman TV auch kennst und dich mir vorgestellt, so dass du eine andere Art des Islam vertrittst, als zum Beispiel Iman TV. Und würdest dich gern ein bisschen offen mit uns unterhalten heute. Wir haben dich vorgestellt als liberalen Muslim. Das ist ja in manchen Kreisen schon ein Schimpfwort. Genau, ja. Und da sind wir jetzt alle gespannt. Wir lassen es einfach auf uns zukommen. Wichtig ist, dass wir alle nett sind und uns wertschätzend unterhalten. Und also von meiner Seite braucht sich niemand mit Fragen zurückzuhalten. Ich antworte auf, also ich kann mir jetzt wenig denken, worauf ich nicht antworten würde. Und der Chat, Leute, wir haben leider auf unserem Niveau noch keinen Moderator, der alles im Blick haben kann. Wir schielen alle mal mit einem Auge auch in den Chat. Falls ihr bestimmte Fragen habt, gerne in den Chat schreiben. Und falls das ganze Format hier gar nicht so schlecht ankommt, bemühen wir uns auch beim nächsten Mal, das ein bisschen professioneller anzugehen. Dann würde ich das Wort übergeben an Achso, Hakan. Hallo Hakan. darf Oder ich von vielleicht? Klar. ja. Das ist jetzt dann auch so mehr für meine Schüler. Ich habe den Eindruck, dass die häufig denken, es gäbe jetzt nur das Christentum, das Judentum, den Islam, den Buddhismus. Das sind zumindest bei den Christen und den Muslimen und den über 1 Milliarde Leute. Und die haben nicht alle die gleiche Meinung. Da gibt es Richtungen. Ja. Im Christentum zum Beispiel gibt es halt die Katholiken und die Protestanten. Und bei den Protestanten gibt es hunderte verschiedene Richtungen. Und in der islamischen Theologie zum Beispiel gibt es eine Grundunterscheidung zwischen Sunniten und Schiiten und sowas. Aber auch das differenziert sich weiter. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das im Blick hält. Und es gibt da halt dann auch innerhalb dieser großen Weltreligionen Diskussionen. Ja. Und wir gucken jetzt halt dann in dem Fall mal, was Hakan denn dafür eine Position hat, ob er sagt, das ist eigentlich, was ich sage, typisch für eine bestimmte Richtung oder das ist mehr was Individuelles. Und ich kann mir vorstellen, ich habe so gerade gelesen, dass also von Amir, dass der eine Frage an Hakan hätte und das würde dann so laufen, wahrscheinlich unter einer Diskussion innerhalb islamischer Theologen oder Ja, der Theologie. an der Stelle würde ich auch gerne technisch noch kurz eine Anmerkung machen. Ich habe das auch gelesen, Amir. Du kannst gerne deine Frage einfach mal in den Chat posten. Ich habe mir ein Textdokument noch aufgemacht und werde die dann erstmal rauskopieren, damit die Frage nicht verloren geht. Und wenn wir dann zu einer Zeit dazu kommen, können wir das dann auch behandeln. Und in Zukunft können wir es gerne auch so machen. Also heute ist das jetzt technisch nicht möglich, aber dass wir auch mal Leute reinholen. Gut, in dem Sinne, schießt los mit euren Fragen. Wenn wir sie für vernünftig, und zumutbar erachten, werde ich sie sammeln und dann werden wir im Laufe unserer Session darauf eingehen.
Und somit geben wir gerne das Wort an Hakan. Jetzt aber wirklich. Genau. Ja, okay. Also ich habe euch ja kurz mal bei Iman TV gesehen und dann dich später dann bei Atheismus TV und wo ich manchmal auch drin bin und eine ganz andere Meinung vertrete, wie die üblichen sunnitischen Glaubensrichtungen. Mhm. Und da bin ich überhaupt nicht damit einverstanden. Und ich sag mal von mir was. Ich war ja früher auch Atheist. Ja. Oha. Okay. Und die Sunnitentum hat mich zum Atheisten gemacht, sozusagen. Und ich habe. Aber du warst vorher gläubiger Muslim und dann Atheist? Nein. Ich war nie gläubig. Nein. Ich habe von vornherein irgendwie war mir das alles nicht geheuer. Habe ich das abgelehnt. Also das war mit meinem Verstand nicht vereinbar. Und ich habe ja dann gedacht, das ist das alles, was im Koran steht. Das habe ich ja so gedacht. Ich habe den Koran ja nie gelesen gehabt. Mhm. Ja. Und ich bin eigentlich sehr sozialer Mensch, auch ein bisschen Sozialdemokrat, linksgerichtet sozusagen. Und die haben sowieso mit dem Glauben nicht so viel zu tun. Und die Richtung von der Einstellung bin ich immer noch so zwar, aber jetzt von dem Glaubensrichtung habe ich mich dann nachdem ich den Koran mehrmals gelesen habe, immer noch lese und doch dann entschieden, dass es doch noch was gibt. Ja. Und trotzdem die ganze sunnitische Glaube, ich unterscheide das ja. Ja, ich distanziere mich ja auch davon, von dieser Glaube, sunnitische Glaube und Koran. Meine einzige Quelle ist der Koran. Aus dem Koran kann ich alles rausziehen und mir das übersetzen und mit meinem Verstand vereinbaren und das dann so auch annehmen. Hm. Und das ist eigentlich meine Ansicht sozusagen. Und die ganze sunnitische Glaube, auch die schiitische, die dann 200 Jahre nach Tod Mohammed irgendwie entstanden sind, nur durch irgendwelche Hadithen und Rechtsschulen, die lehne ich total ab. Würdest du für unsere jetzt mal nicht muslimischen Zuschauerinnen und Zuschauer kurz erklären, was so grob die Unterscheidung zwischen Sunniten und Schiiten ist, weil die das, glaube ich, nur kennen im Sinne von Saudi-Arabien ist sunnitisch, der Iran ist schiitisch, aber das ist ja, das ist dann nur so eine politische Geschichte. Aber was ist das denn jetzt religionshistorisch sozusagen? Also ich komme ja von sunnitischen Glaubensrichtung sozusagen, Ehli Sunnet heißt das, und die schiitische Glaubensrichtung leitet sich ja von dem Ali ab, ja, der Imam Ali, der Schwiegersohn von Mohammed und der Cousin von, Neffe von Mohammed sozusagen. Mhm. Und die Richtung. Die Schiiten sind der Meinung, nach dem Tod von Mohammed sollte der erste Kalif der Imam Ali sein. Das ist leider nicht geschehen. Und was ich eigentlich auch auch der Meinung bin, dass er sein sollte. Aber das ist ja, der ist der erste, der vierte Kalif. Und da sind die Meinungen schon damals auseinandergegangen und ganz andere Glaubensrichtung und natürlich die sunnitische Seite auch eine ganz andere Glaubensrichtung, als was der Mohammed durch den Koran erzählen wollte. Ja? Mhm. Und das ist ja nie zustande gekommen. Wo er gelebt hat, ja, aber danach, nach seinem Tod, natürlich kamen es dann die vier Kalifen. Okay, die sagen wir mal, die waren auch vielleicht mal ein bisschen human oder haben den Mohammed gekannt.
Aber das war ja auch nicht geheuer, was sie da gebracht haben. Und deshalb nach Mohammeds Tod, beziehungsweise nach Tod von Hussein, der Sohn vom Ali, der Enkel von Mohammed, getötet worden ist, da haben die sich natürlich die Schiiten total abgegrenzt und ganz andere Richtung eingeschlagen. Ja, und das ist halt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die sich bekriegen, ja, und das sind zwei muslimische Glaubensrichtungen, aber da herrscht ja kein Frieden. Also da gibt es ja sowieso eine Spaltung, ja, was von vornherein da ist. Was ich dabei nicht verstanden habe, gibt es jetzt abgesehen von diesen Streitigkeiten, wer jetzt der erste Nachfolger des Propheten sein müssen oder halt die ersten drei gerechten Kalifen, aber das ist ja mehr so was Politisches. Gibt es denn, was so die moralischen Grundüberzeugungen anbelangt, zum Beispiel, oder in Bezug auf die Scharia, also das traditionelle islamische mittelalterliche Recht, gibt es da wichtige Unterschiede zwischen Schiiten und Sunniten? Ja, auch. Okay. Ja, aber ich meine, Welche? die tue ich ja alles so oder so nicht annehmen. Und dann ist mir das eigentlich auch egal, was für Richtung das ist. Ja, also das ist ja nicht mit meinem Verstand vereinbar. Ja, das ist einfach kulturelle Sachen, vieles, was eigentlich hineininterpretiert wird. Ja, und Und das. kannst du da mal ein paar Beispiele nennen, die du Ja, ablehnst? Du hast dich ja zum auch klar Beispiel, von, ja. wir haben ja, wir müssen ja erstmal davon ausgehen, dass der Mohammed existiert hat, ja, dass der Gesandte Gottes ist, ja. Davon müssen wir ja ausgehen, wenn wir hier was richtig diskutieren wollen. Das müssen wir schon mal annehmen. Aber danach, nach Mohammeds Tod, gab es ja diese Abspaltungen. Ja, wie ich gesagt habe, vorhin 200 Jahre später, nach Mohammeds Tod, kam dann auch diese ganze Überlieferungsketten, ja, diese Hadithen. Ja. Und das ist eigentlich ein Machtkampf geworden zwischen den Muslimen, ja, die nach dem vierten Kalif, auch mit dem Ali und den Umayyaden. Genau. Umayyaden heißen die. Das ist der Moawir, der gegen Ali gekämpft hat. Ja? Und die seine Kalifaten nicht akzeptiert hat. Ja? Und da war diese Abspaltung natürlich, und die haben sich dann natürlich. Das ist einfach so, die arabische Seite. Und dann diese persische Seite, ja, und gehören dazu, dass die auch kulturell verschieden sind. Und die Schiiten nehmen die 12 Imamen wie die Apostel sind, ja, und die Sunniten nehmen diese vier Rechtsschulen an und spalten sich auch da wieder. Ja, und das kann man einfach. Da muss man ja tiefgründig reingehen, was da jetzt so viele Unterschiede sind. Für mich akzeptiere ich ja die beiden Richtungen gar nicht. Okay, du würdest also sagen, du bist weder sunnitischer noch schiitischer Moslem, das ist für dich zu undifferenziert und du hast eine etwas individuellere Interpretation des Koran. Ja, individuell nicht. Wenn ich mir den Koran aufschlage und sehe, und damals bei Mohammeds Zeiten gab es das ja alles gar nicht. Ja? Es gab ja diese Richtungen gar nicht. Ja? Und deswegen muss ich das ja auch nicht annehmen. Ja? Und wenn ich den Koran aufschlage und sehe, was im Koran steht und was auch diese sunnitische bzw. schiitische Seiten von sich gibt, das passt ja nicht. Ja. Kannst du dafür jetzt wirklich mal Beispiele nennen aus der religiösen Praxis, wo du sagst, das lehne ich ab?
ganz einfach, ja, dann gehen wir mal Thematik mal richtig mal rein, ja. Im Koran steht, ja, du darfst nicht töten. Ja. Ja? Und was machen die sunnitische oder schiitische Seiten, bekämpfen sich selbst, ja. Und unter anderem noch, dass die Muslime untereinander Krieg führen, das ist ja, das geht ja gar nicht. Mhm. Ja? Aber was passiert? Ja, das sehen wir ganz andere Sachen. Und auch zum Beispiel Kopftuch im Koran, das steht gar nicht drin. Ja? Und was machen die? Ja? Die geben der Frau, tun das in einen Sack stecken und präsentieren uns das. Ja? Gibt es da keine Stellen, die irgendwie sagen, dass die Frau ihre Reize bedecken soll oder ihre Reize ist was anderes als Kopftuch. Reize ist dann damit gemeint, damalige Zeit sind die Frauen auch mit freiem Oberkörper gelaufen. Aha. Ja? Und was auch manchmal auch in afrikanischen Ländern zu sehen ist. Ja. Ja? Mhm. Auch heutzutage. Ja? Und das ist ganz einfach, was im Koran steht, dass man einfach diese Brüste ab dem Schulter bedecken soll. Ja? Und das haben die dann zum Kopftuch gemacht. Mhm, und solche Sachen, ja, und zum Beispiel, es gibt auch, wie man beten soll, ja, das oder diese Waschgang zum Gebet, ja, da sind mit vier verschiedenen Wascharten dargelegt. Also man soll den Gesicht waschen, Hände waschen und bis zum Ellenbogen und dann die Kopf einfach drüber gehen und die Füße einfach mal drüber gehen. Da haben die davon zehnminütige Ritual daraus gemacht. Mhm. Ja? Und wenn ich beten gehe und das dauert noch nicht mal eine Minute, dieser Waschgang von mir, und jeder interpretiert in diesem Buch irgendwas rein, was eigentlich gar nicht dazugehört. Ja? Wenn wir diese Verse aufschlagen, und das ist ganz einfach dargelegt, ja, und wie das zu machen ist, aber was machen die? Der Koran reicht nicht, dafür brauchen wir die Imame, dafür brauchen wir irgendwelche Hadithen, die einfach reininterpretiert werden und die gar nicht mit dem Koran vereinbar sind. Die nach 200 Jahren, nach dem Tod von Mohammed irgendwie entstanden sind. Durch natürlich Machtkämpfe. Ja? Wenn wir, wir sagen zwar Moslems, ja? Wer sind denn hier die Moslems? Sind die sunnitische oder schiitische Länder? Oder wenn ich mir die so Welt angucke, oder sind das skandinavische Länder? Wer ist denn hier Moslems? Ich dachte, das wäre ein individuelles Glaubensbekenntnis. Und der größte muslimische Staat sozusagen, also wo die meisten Leute jetzt Muslim sind, ist, glaube ich, Indonesien. Genau. Ja. Okay. Ich habe noch, also wenn ich das richtig verstanden, also ich habe mir mal sagen lassen, dass natürlich für Muslime der Koran auch nicht alle praktischen Fragen beantwortet. Ja. Und dass man dann halt als nächstes im Prinzip bei den Hadithen nachguckt. Und für jetzt unsere nicht-muslimischen Zuschauer, die Hadithen, wenn ich das richtig verstanden habe, sind im Prinzip Erzählungen über das Leben und die Taten des Propheten und zum Teil seiner engsten Freunde oder Mitarbeiter. Und die sind aber halt eben deutlich später als der Koran selbst schriftlich fixiert worden. Und also die Grundidee wäre aber die, dass der Prophet ein im Prinzip moralisch perfektes Leben geführt hat. Und von daher ist es dann natürlich dann immer interessant zu gucken, wie hat denn der Prophet zum Beispiel sich zu der und der Frage verhalten? Und dann wird dann halt da nachgeguckt, wenn es im Koran nicht eindeutig ist.
Und jetzt sagst du aber, das ist problematisch, wenn man dann die Hadithen heranzieht. Sehr, natürlich ist es problematisch, ja. Und was ich zum Beispiel vorhin gesagt habe, du darfst, im Koran steht ganz genau geschrieben, du darfst deine Frau nicht schlagen. Ja? In Vers 4, 32 oder 34 steht ganz genau, ja, du darfst deine Frau nicht schlagen, aber was machen die aus diesem Vers? Diese Imame, diese Glaubensrichtung, ändern das, du darfst deine Frau schlagen. Ja. Dafür habe ich jetzt aber selbst noch keine Quelle gefunden. Doch, natürlich, klar. Wenn du jetzt zum Beispiel die Übersetzung von Bubenheim nimmst, natürlich, ja, dann steht es da steht's dann ganz genau. Ich meine von Islam gelehrt. Also bei meiner Recherche, ja, die Prediger, die ich so im Internet und so weiter gefunden habe oder wenn ich Texte gelesen habe, haben die eigentlich immer die Meinung vertreten, dass es keine muslimischen Gelehrten gibt, die wirklich rechtfertigen würden, dass man seine Frau schlagen würde. Und sie versuchen das irgendwie mit diesem Wortlaut im Koran dann in Übereinstimmung zu bringen, wo dann an manchen Stellen, das ist diese Sure, wie ist es 434 oder wie heißt, wo dann eben steht, dass du deine Frau, wenn sie nicht gehorsam ist, dass du sie erst ermahnen sollst und sie im Bett meiden sollst und so weiter. Und am Ende wird es in manchen Übersetzungen übersetzt mit Schlagen, es wird aber auch anders übersetzt. Ja, genau. Und dann probieren sie das schon irgendwie vernünftig so zu interpretieren, dass sie den Spagat schaffen, einerseits den Koran als Schrift anzuerkennen und da nichts falsch auszulegen oder nichts zu ignorieren, auf der anderen Seite aber auch zu vermeiden, dass man wirklich seine Frau schlägt. Und dann gibt es diese Interpretationen, dass man sie nur mit einem ganz kleinen Stöckchen ermahnen darf, ja, genau, und so weiter. Und so ganz absurde Sachen teilweise. So Doppelmoral. Also aber wirklich das Rechtfertigen, also durch Gelehrte die Rechtfertigung, seine Frau zu schlagen, habe ich ehrlich gesagt ist mir noch nirgends begegnet. Okay, natürlich wird es in der Praxis von Muslimen wohl gemacht, auch mit Verweis so auf den Koran. Die wird man dann aber nicht als Ausleger oder als Gelehrte. Ja, da musst bezeichnen. Du die deutsche Übersetzung mal aufmachen. Ich habe jetzt, glaube ich, bis jetzt nirgendwo gefunden, dass man die Frau nicht schlagen darf. Dass man sie nicht schlagen darf? Nee, es steht so zwar im Koran, aber die Gelehrten. Ja. Das ist anders gemeint. Ja, aber wie ist es denn gemeint? Ja, schlage ich sie oder schlage ich Aber du sie hast doch vorhin gesagt, du bist ein, du hältst dich an den Koran, hast du vorhin gesagt. Sagen wir mal, ich bin ein Koranit. Ja, aber du sagst jetzt, dass diese Stelle falsch übersetzt ist oder falsch übersetzt, ja? Genau, falsch übersetzt, beziehungsweise auch von dem Gelehrten auch so praktiziert wird, ne? Also das ist ja nicht so einfach so übersetzt. Hast du dann ein Beispiel von Gelehrten, die das wirklich so vermitteln, dass man seine Frau schlagen? Wir brauchen ja nur die muslimischen Länder anzugucken. Ja, das sind ja keine Gelehrten dann. Ja, aber die Gesellschaft. Ja. Die Gesellschaft ist ja so, ja. Und wenn die Gesellschaft das so schon angenommen hat, im Hinterkopf, ja, okay, wir sagen wir mal so, ja, niemand sagt dir, okay, ich schlag die Frau, weil es ihm jetzt im Koran steht. Aber das rechtfertigt ja. Ja. Und das passt ja, das passt ja die mit dem Koran-Message doch gar nicht überein. Hm. Ja? Da steht ganz einfach, machen wir mal ganz einfach ein Beispiel, ja. Ich bin jetzt sauer auf meine Frau, ja, und ich schlag die. Ganz einfach. Ja? Und gut. Und die sagt ja, die will sich trennen von mir. Dann schlage ich sie nochmal. Ja? Und bringt mir das was? Ja? Wenn sie sagt, okay, sie möchte sich trennen, aber ich möchte mich nicht von ihr trennen. Ja? Bringt mir dann was, wenn ich sie schlage? Oder, wie es im Koran steht, in das Bett meide oder in anderen Zimmer gehe, in sie Ruhe lasse, ja? Ein paar Tage vielleicht mal irgendwo anders hingeht. Ja, was bringt mir mehr? Das ist die Frage. Mhm. Ja?
da brauche ich einfach gar nicht irgendwie die Übersetzung zu machen, ja, wenn es einen Gott gibt, ja, und wenn der Mohammed eine Gesandte ist, ja, dann darf es natürlich sowas nicht passieren. Weil das stimmt ja mit meinem Verstand nicht überein. Ja. Ja, also ich denke, wir sind uns einig, dass wenn man heutzutage zu einer Paartherapie geht oder zu einer Paarmoderation, weil die Ehe kriselt, dann wird man, glaube ich, wenig Therapeut oder Moderatoren, wenn sie sagen, ja, schlag sie einfach, dann wird sich's einsehen. Aber also nochmal so, damit deutlich wird, wieso es da Unterschiede gibt. Ich habe mal geguckt, Wikipedia bei dieser Sure 434, und da sind jetzt zwei Übersetzungen drin. Die eine ist von Rudi Paret, der ist, glaube ich, ziemlich anerkannt in Deutschland. Ich habe von dem sogar, glaube ich, eine Paper-Übersetzung. Ist auch an irgendeiner Uni, glaube ich, gewesen. Und dann eben von diesem Bob Zien, den du erwähnst. Bubenheim gibt es da. Hm? Bubenheim ist da sehr, sehr. Ah, okay, gut. Ich habe, also hier ist noch einer, Bob Zien ist auch ein, also das ist ein deutscher Orientalist, und der Paret ist ein Philologe und Islamwissenschaftler, auch in Deutschland. Deswegen nehme ich ja die deutsche Übersetzung eigentlich gar nicht so. Und ich kann ja kein Arabisch, aber das heißt lange noch nicht, dass ich den Koran nicht übersetzen kann. Ich nehme eine Übersetzung aus dem Türkischen. Okay. Und übersetze das. Ich lese das ja auf Türkisch, aber wenn ich mir die Übersetzungen vom Türkischen nehme, in Google übersetze, einsetze, das ist viel, viel besser wie die deutsche Übersetzung. Okay. Was steht denn da auf Türkisch dann an der Stelle, statt schlagen? Ja, es gibt ja auch viele verschiedene türkische Versionen, natürlich. Ja? Okay. In vielen verschiedenen türkischen Versionen, Übersetzungen, steht ja auch schlagen. Okay. Ja, das hat ja mit dem Deutschen nichts zu tun. Also das die heißt... Die Deutschen haben das ja einfach ja nur so übersetzt. Oder der Bubenheimer hat das ja einfach so übernommen, sozusagen. Ja, man müsste natürlich mal gucken, wie die als Philologen das rechtfertigen. Und ich vermute mal, dass die jetzt sagen würden, oder Paret würde sagen, wenn ich mir andere altarabische Texte ansehe aus der Zeit, wie das Wort normalerweise am häufigsten verwendet wird, dann muss man leider sagen, dass man das mit Schlagen übersetzen könnte. Die Arabische ist mehrdeutig. Also da gibt es ja viele verschiedene Sachen für ein Wort. Ja. Ja. Da gebe ich euch mal ganz einfach ein Beispiel. Wir haben im Atheismus TV über 2 Stunden lang es ging eigentlich 1 Stunde lang nur über ein Thema geredet, über ein Embryo im Koran. Ja? Ja. Im Koran steht es Alak. Ja? Alak. Heutzutage, wenn du das dann übersetzt, ja, und das dann auch dir dieser Vers anschaust, dann ist es die richtige Übersetzung, ist die Embryo. Ja, die auch von vielen türkischen Übersetzer das auch so übersetzt wird, ja, als Embryo. Ja. In vielen deutschen Übersetzungen steht es dann irgendwie Blutklumpen. Mhm. Auch in Englischen habe ich auch gehört. In Englischen auch Blutklumpen, was natürlich gar nicht dazu passt. Irgendwie. Ja. Aus Blutklumpen entsteht kein Mensch. Ja. Mhm. Und Sperma, da steht es dann, wenn man das sieht, aus flüssigen, klebrigen Masse, ja, und damals hat man wahrscheinlich diese Sperma, Nutfe heißt das, ja, nicht Übersetzung, aber heutzutage können wir das besser übersetzen, und wir wissen, dass aus Sperma Embryo entsteht, ja, und aus Embryo ein Baby wird. Mhm. Ja? Wobei da vielleicht... Aus Sperma und Eizelle entsteht dann Embryo. Ja, aus einer befruchteten Eizelle. Ja, aus den befruchteten, aber dafür braucht man erstmal auch die Sperma. Ja. Genau. Und nur eins noch hinzuzufügen, ja? Also da haben wir halt bei den
Atheismus TV haben wir dann über eine Stunde lang musste ich mich wehrsetzen. Oh. Und dass es im Koran doch Embryo steht. Und die haben das nicht angenommen. Ja? Mm-mm. Nein, da steht nicht Embryo. Du kannst den Alak nicht als Embryo bezeichnen, hin und her. Ja? Ja, aber die ES nimmt die Quellen von dem Hadithen, ja. Ja, und addiert damit. Und die sagen, man kann ja nicht sagen, dass die kein Moslem sind. Nee, ja. Sie sind halt eine ganz bestimmte radikale und auch die Menschenrechte ablehnende Richtung von Moslems, genau, ja. So wie das es auch im Christentum gibt und in jeder Religion. Es gibt auch fundamentalistische Juden. Natürlich. Es gibt auch bei Iman TV eine Folge dieser Straßenschlachten, hätte ich fast gesagt. Das ist eine ganz dumme Assoziation. Wie nennen Sie das? Diskussion auf der Straße oder so? Da war, oder? Ja, aber in ihrer Kategorie auf dem Kanal heißt das nicht Dawa. Ich glaube, da heißt es einfach Gespräche oder Diskussion. Und da kommt tatsächlich so ein österreichischer Christ. Ich weiß nicht, ob der selbst Pastor ist. Auf jeden Fall ist er kein stinknormaler Laie, schon ein bisschen intensiver in der Kirche. Und der beschwert sich auch ganz fürchterlich, dass jetzt der Mensch so im Mittelpunkt steht, die scheiß Menschenrechte. Und Gott ist doch die oberste Instanz. Also der ist Christ in Österreich. Ja, es gibt fundamentalistische Christen und die scheißen auf die, also die sagen, es gibt gar keine Menschenrechte, nur Gott hat Rechte und die kann er uns verleihen, wenn er dazu Lust hat. Kann sie uns aber auch wieder wegnehmen, wenn ihm das sinnvoll erscheint, ja. Und wenn wir die sunnitische Länder einfach mal angucken, ja, da sehen wir es ganz einfach, da herrscht keine Demokratie, keine Frauen- und Menschenrechte, ja, keine Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, das gibt es ja gar nicht, ja, Pressefreiheit, ja, und die bezeichnen sich als Moslems. Ja. Und das ist eigentlich nicht mit dem Koran vereinbar ist. Ja. Und die nehmen, das ist einfach ein Ein-Mann-Staat überall, die alles nur verboten haben. Ja. Und die Verbote im Koran sind einfach dargelegt. Wenn man den Koran aufschlägt und liest, dann sieht man auch diese Gebote oder Verbote. Ja. Und es sind so viele Sachen durch kulturell oder eigene Interesse reininterpretiert worden. Und so dass völlig man sich frei von Kultur ist das ja auch wahrscheinlich nie zu sehen, oder? Wir sind ja immer alle Teil einer Kultur, wenn wir uns mit Schriften auseinandersetzen. Ja, klar, klar. Also auch wenn wir dann in Deutschland den Koran lesen, ist das natürlich auch ein abendländischer, aufgeklärter Kultur vielleicht beeinflusst. Ja, wobei natürlich auch, es gibt ja auch keine einheitliche europäische Kultur. Es gibt genug Europäer. Ich meine, Goethe las schon vor 200 Jahren den Koran ganz anders als der Papst. Und ich meine, du kannst nichts jemals von Kultur wahrscheinlich trennen. Stimmt, aber... Text, also eine Textrezeption. Es gibt im Koran so ein Vers, dritte 7, ja, da steht ganz einfach, dass die, es gibt, ganz, ich zitiere das mal ganz einfach, der das Buch als Offenbarung auf dich herabgesandt hat, dazu gehören eindeutige Verse, sie sind der Kern des Buches und andere mehrdeutige, was damit euch nicht langweilig wird. Ja? Und da sieht man, dass natürlich die festen Verse da drin beinhaltet ist, ja? Wo man das einfach auch durch Laie
lesen und rausfiltern kann, was darf ich nicht, so ungefähr. Ja? Den hast du da gerade zitiert? Das ist der Bubenheim. Okay, und kannst du kurz was zu dem sagen, weil den, glaube ich, auch nicht jeder kennt? Nö, das ist eigentlich sehr, sehr... Wenn du es gerade mal hochhalten kannst, vielleicht sogar ein bisschen. Nein, ich hab das jetzt selber geschrieben, aus dem Handy sozusagen. Aber wenn du jetzt im da gibt es ja Koran.de und so, da kannst du vieles vergleichen. Das ist eine gute Seite. Dann hat diese Koran.de deutsche Übersetzungen nebeneinander, kann man ja ein bisschen da reinschauen und dann vergleichen.